Ja, das war ja nix da in Kuba, ne? Mit Komm mir. Schon. Nur noch ein Stück. Ja, tragt mich mal rein. Hey. Komm. Dann den Himmel. Sims, hol die Trage. Flickt mich wieder zusammen. Oh, hopp. Sieht aus, als wärst du ein richtiges Glückskind. Ja. Wir werden die beiden nicht umsonst verlieren. Die beiden? Achso, die beiden, ja. Wir setzen hier alles, Bell. Alle Chips wandern auf den Tisch. Die Chips? Du musst am Ball bleiben. Wachsam. Fokussiert. Sims. Bereite die Spritzen vor. Alle. Hä? Adler, hör auf, unsere Zeit zu verschwenden. Er nützt uns jetzt nichts mehr. Bleib wach, Bell. Du bist der Schlüssel, um Perseus zu stoppen. Naja. Keine halben Sachen mehr. Wir spritzen das jetzt intrazerebral. Was? Verdammt. Durch die Augenhöhle. Bist du dir wirklich sicher? Nee. Nee. Mach das mal nett. Hallo. Ich schätze, wir tun Scheiße. Bell, hör zu. Du musst dich erinnern. Mach ich? Denk an unsere Zeit in Vietnam. Ah ja, das war schön. Bringen wir die Damals Sache zu Ende. In Vietnam. Wir hatten eine Mission. Okay. Los geht's. Hatte Bildschirm? Nee. Denk nach, Bell. Perseus. Erinnerst du dich, Perseus in Vietnam getroffen zu haben? Gerade nicht. EKG schlägt aus. Verdammt. Herzfrequenz ist hoch. Ui. Entspann dich. Konzentration, Bell. Voll Dein Loser. Helikopter stürzte ab. Du warst allein im Dschungel. Du hast einen Bunker entdeckt. Erinnerst du dich an den Bunker, Bell? Wir müssen wissen, was in dem Bunker war. Okay. Vertrau Adler nicht. Adler beruhigt dich. Vertrau ihm nicht. Hör nicht auf Adler. Er belügt dich. Finde die Wahrheit. Vertrau Adler nicht. Auf einer Mission, um Meldungen über einen sowjetischen Bunker zu prüfen, wurde euer Heli vom Boden aus getroffen. Okay. Gehen runter. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Geh mal weg hier. Okay. So. Sind wir da? Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Und ich? Oh. Du ranntest los und schnapptest dir ein M16. Fünf. Wie? Ja. Was habe ich gemacht? Okay. Die übrigen Vietcong flohen zu den Bäumen. Ein Ziel dorthin.
Also er erzählt mir was aus dem Bericht und ich durchlebe. An dem Punkt wurde dir klar, dass niemand sonst überlebt hat. Du zogst los, um den Bunker zu finden. So. Alter. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Okay. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Okay. Mach ich das mal. Wie ihr das wollt. Auf dem Boden. Was? Dicht dran. Mit Messern. Unten bleiben. Okay. Nutz das Gras als Deckung. Wir werden uns nicht kommen sehen. Niederstrecken. Ja, schön, schön, schön. Oh, da bin ich nicht getroffen. Okay. Danke für die Hilfe und viel Glück bei der Mission. Ihr habt's gut. Du musst ja keinen Bunker finden, du ne? Du hörtest russische Stimmen aus einer Höhle auf der anderen Flussseite. Also hast du nachgesehen. Wind? Ja, wahrscheinlich. Hier steht Lenin. Wieder ein Knicklicht. Psa. Du griffst nach deiner Schrotflinte und hattest einen Bogen dabei. Okay. Dann bemerktest du ein Treffen von Vietcong-Soldaten mit sowjetischen Agenten. Cool gemacht hier. Sein. Der. Okay, lang. Und hier? Na komm, wir machen das mal anders. Ja, Bell. Das war die Tür zum sowjetischen Bunker. Aber
Okay. Gut, der Bunker. Jetzt erzähl mir von Perseus. Ja, das machen wir gleich. Was? Wir waren fast da. Ja. Starten wir Nummer 6. Bell, wir haben eine Mission. Wo bin ich jetzt? Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Viet Cong suchten am Boden nach Überlebenden. Okay. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Gut, dann wahrscheinlich das Ganze nochmal her. Okay. Oh nee, nicht von da hinten. Den? Ja. Oh, hier. Kann ich den nehmen? Gut. Was? Nein! Well, du bist nicht gestorben. Stimmt. Genau. Bin ja gar nicht gestorben. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Das nicht gebacken wahrscheinlich. Ja. Verdammt. Du wärst bei der Mission gestorben. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Schön. Na, ich muss den. Ich muss da so eine Reihenfolge wahrscheinlich einhalten. Vor allem muss ich in Deckung gehen. Herzlich. Den habe ich, glaube ich. Den habe ich. Habe ich. Ah. Den habe ich. Den da muss ich. Komm. Zack. Der war noch interessant hier. Hab ich? Okay, das sieht gut aus. Und los. Ja, und los war das aber nicht. Okay.
Okay. Adler? Stand im Bericht? Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Ja? Du nahmst den vielbenutzten Pfad zu deiner Linken, statt dem zum Wasserfall zu deiner Rechten. Okay. Wandergrad? Nehme ich mit. Ach, du bist... Nein, du hattest kein Gewehr. Okay. Du hast erwähnt, eine Brücke bei einem Dorf. Ist das Park? Der Bunker war das höher, auf der anderen Seite. Und die hier? Sind doch in Kuba gestorben. An der Gabelung folgtest du der Straße nach rechts, wo du Schüsse hören konntest. Okay. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Ah. Roger, Heli ist unterwegs. Ankunft in 2 Minuten. Fenster, Fenster, Haus! Feuer! Jemand drin? Kann ich hier hoch? Was? Wer wo? Ah! Wirklich, Bär? Du warst bei der Mission gestorben. Du sahst ein Feuer. Wir müssen das gestorben. Wir brauchen sofort Unterstützung. Roger, Ding ist unterwegs. Ankunft in 2 Minuten. Ich muss weg. Mach dir das mal. Okay. Scharfschütze oben! Ja, Scharfschütze oben. Los, komm. Wo sind sie? Ah. Oh, ich hab nur noch Pistole. Team Rot hat Feindkontakt. Ja. Komm, hau rein. Sehr schön. Sauber. Okay. Danke. Keine Ahnung, wo du hergekommen bist, aber du hast uns echt den Arsch gerettet. Hallo, hier stehe ich. Okay, geht's weiter. Also grafisch nicht schlecht. Nicht perfekt, aber nicht schlecht. Oh, da die rote Tür. Ja, das war der Bunkereingang, den du in deinem Bericht beschrieben hast. Ich weiß nicht. Vielleicht war die Dosis zu hoch. Mungel? Ja, nutzen. F. Durch Dias blättern.
verlassen. Moskau. Okay. Okay. Weißes Haus. Vietnam. Rote Tür. Moskau. Nix. Nix. Vietnam. Rote Tür. Okay. Lassen. Rote Tür ist ja, was wir ja eigentlich suchen, ne? Nix. Nix. Bomber. Berlin. Rote Tür. F. No? Alter, die Stimmen, ey, die gehen mir schon wieder. Ach. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt zum Ende. Nochmal, ich dreh am Rad. Nein, nicht aufhören, Bell. Fuck, fuck. Gib mir das Rückführungsszenario, Handbuch. Jungs, macht's doch einmal richtig. Bell, wir haben eine Mission. Ist klar. Laut deinem Bericht wartest du inmitten eines Feuergefechts auf. Nu? Hundertsten Mal jetzt. Die Überlebenden des Absturzes verteidigen sich gegen einen Vietcong. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und branntest los. Ich schnappte mir natürlich einen Granatwerfer, wie immer. Sauber. Da hinten noch ein. Und hier, vorne war noch schön. Da, Wumms. Wumms. Und Wumms. Da muss man höher anhalten. Psycho, ey, hier. Voll Psycho alles. Ja, ich sag doch Psycho. Hier sind alles... Adler, Adler. Du kämpftest gegen deinen Feind an. Hm? Das schon. Ihr Psychos. Was? Das war vorhin noch nicht. Das ist doch... Ölpipeline, ne? Oben steht schon wieder das Ding. Eine Tür. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den viel benutzten Pfad zu deiner Linken, statt den zum Wasserfall zu deiner Rechten. Okay. Oh, oh, oh. Cool. Da oben ist noch. Okay, was haben wir hier? Hä? Hat sich das gerade hingebaut? Berichten zufolge lag der Bunker auf der anderen Seite. Ist ja cool. Voll das Standbild. Geh mal rüber. Du gingst an der Gabelung nach links, nicht nach rechts. Ey, das ist so abstrakt und cool gemacht, finde ich. Du hörtest ein Feuergefecht. Los, komm, sag's. Verbündete saßen an einem Kampffest. Du okay. Nahmst dein Scharfschützengewehr, um zu helfen. Natürlich. Das Kommando sagt, wir müssen das Haus sichern. Kommando, hier ist Victor 4. Wir haben einen möglichen Sowjetkommandoposten in Sicht und überall Vietcong-Einheiten. Er bitte nach seinem Angriff. Hier ist 10
bereit zum Angriff. Hast drei Napper im Angriff, okay. Hab ich. Roger, willkommen. Haltet eure Leute zurück und zieht die Köpfe ein. Sauber. Hast du gesehen? Das hat gebrannt wie Zunder. Im Haus, das Napalm zerstört hatte, fandest du eine versteckte Bunkertür. Geh nachsehen, Bill! Mach ich. Da rein. Bin drin. Geht näher auf. Hallo, ist geht näher egal, auf. Die Scheißtür klemmte, mach sie auf. Ist nicht rot. Da ist er. Und Rinder. Sims, gib Bell noch eine Spritze. Oh, seid ihr Psychos, Alter. Ja, das Herzfrequenz ist eh schon gefährlich. Und? Was für ein verdammter Mist. Geht doch weiter weg. Festzuhalten. Komm, ich krieg's, ich krieg's. Nein, 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 nein. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Okay. Halt durch, Bell. Aber jetzt. Das. Ist die wievielte, wo ich jetzt öffne? Wieder nix. Geh durch eine Tür. Dreh gleich am Rad. Hör's er doch. Was ist denn das? Psycho-Adler. Aber jetzt komm. Zurück, 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 zurück. 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 Will doch bloß diese rote Tür. Da, 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 da. Okay. Was, das Labor? Was zum Henker macht Bell im Labor? Ja, was, was? Was wohl? Ich suche euch. Ist das Englisch? Ist das Scheißlabor? Ich muss wissen, was mit dem Bunker ist. Ich auch. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Mach langsam. Genossen, die USA und ihre Verbündeten. Verzögerung habe ich. Okay, hat sich hier was eingefroren. Da ist wieder das Ding. Beweise. Adler. Ja, so sahen die Handy-Chips früher aus. Adler. Don't trust. Was ist denn das? Busch. Okay, das ist hier dann Psycho-Perseus, ne? Nix machen. Ich. Auch nix. Hin. Da ist was. Okay. Perseus. Perseus. Kann ja kein Schwein lesen. Operation Greenlight. Das kann ich noch weniger lesen. Das ist Ruben Bernde. Steht da, was steht da, was steht da? Trauer Adler, Traulicht Adler. Okay. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Haben in Vietnam die Hölle erlebt. Hier war meine Mission. Überlebt Bell noch eine Runde? Ich habe keine Ahnung. Thomas, wir gehen nicht mit leeren Händen. Szenario 17. Bereit. Hey. Wir haben eine Mission. Oh. Da waren wir schon. Richtig. Springe zur nächsten Stelle. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Die Bunkertür war da in der Ruine, Bell. Du gingst hinein. Auf jeden Fall ging ich da hinein. Bild sich schon bitte diese.
Bell, geh jetzt in den Bunker. Rechts oder links? Bell, öffne die Tür. Jünger, was schon? Okay. Ja, mal nutzen. So, komm, gib mir mal Häuser. Nur du weißt, wo Herzl steckt und wo er die Atombomben zünden wird. Wo ist er, Bell? Also doch. Genossen. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. Unsere Anführer sind schwach angesichts dieser Bedrohung. Es ist Perseus Pflicht zu handeln, wenn sie versagen. Bald besitzen wir eine amerikanische Atombombe. Den Schlüssel zu ihrem gesamten Greenlight-Arsenal. Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Solovetsky. Gut. Doch auf dem Flughafen? Von der zweiten Mission? Diese schnelle Erholung. Ach. Wir haben alles versucht. Normale Verhörmethoden waren wirkungslos. Den Willen eines Subjekts zu brechen und das Gedächtnis zu löschen, ist schwierig und schmerzhaft. Das ist ein recht kleiner Preis. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Soll ich etwas über meine Zeit im Vietnam erzählen? Zuletzt braucht man eine Kommandophrase, um die eingepflanzten Erinnerungen zu triggern. Lehre meine Mission. Chase Bourne-mäßig hier. Du musstest zum sowjetischen Bunker. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Wir haben eine Mission. Wir kennen uns seit Jahren. Haben zusammen gekämpft, geblutet und gemeinsam in Vietnam die Hölle erlebt. Wir haben eine Mission. Scheißhammer. Wo das Training abgeschlossen ist, braucht das Objekt nur noch einen Namen. Ja. Das Objekt. Ich danke dir, Mädchen. Zum Glück habe ich dich da unten liegen gelassen, ne? Objekt. Nicht ganz glatt.